So schön, dass du wieder da bist bei der Weekly Inspiration. Mein Name ist Caro Fraundorfer. Ich bin selbstständige Apothekerin in Wien, diplomierte Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin. Und so wie jedes Mal stehe ich hier wieder in der Kälte draußen in der schönen winterlichen Natur und spreche für dich diese kurze Inspiration. Und ich freue mich wirklich so sehr, dass du wieder dabei bist. Und ja, ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich es schaffe, jeden Tag in die Natur zu gehen. Ich habe das auch durch die Weekly Inspiration in meinen Tagesablauf so integriert, dass ich jeden Tag, zumindest von Montag bis Freitag, meine kleine Wanderung mache. Und ja, langweilig wird es auf keinen Fall. Letzte Woche ist mir der Nicolo begegnet in den Weinbergen, der gerade unterwegs war in die Schulen und in die Kindergärten. Und ja, auch wenn jetzt vielleicht die Blätter runtergefallen sind und es vielleicht ein bisschen grau ausschaut, braun, ein bisschen Schnee ist in den letzten Tagen gelegen. Jetzt ist es wieder wärmer geworden, aber trotzdem, wenn du genau schaust, erkennst du die kleinen Wunder in der Natur. Und um die Wunder in uns ging es auch letzte Woche, und zwar dass unser Körper unser bester Freund ist, auch wenn etwas nicht funktioniert, und dass wir lernen sollten, es wirklich fließen zu lassen. Und heute geht es darum, dass wir Milliarden von inneren Uhren besitzen. Das heißt, jede einzelne Zelle in dir hat eine innere Uhr. Es gibt dann so eine Oberchefin oder einen Oberchef, je nachdem wie du willst, der oder die koordiniert diese ganzen Uhren, damit auch alles synchron läuft. Wenn etwas nicht synchron läuft, dann fühlst du dich nicht gut, dann fühlst du dich krank. Und ja, am besten ist, du bekommst ein Gefühl dafür, wie du tickst. Jeder tickt anders. Und wenn du achtsam bist, liebevoll mit dir umgehst, dann kannst du deiner Chefin oder deinem Chef helfen, diese Uhren zu koordinieren. Und die Übung, unsere Achtsamkeitsübung für diese Woche ist, dass du da einen speziell achtsamen Umgang pflegst, dass du darauf schaust, wie es deinem Körper geht, dass du auf deine Ressourcen achtest. Und dann wünsche ich dir mal viel Freude mit dieser neuen Übung. Deine Caro.